Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Surviving Mars, bei unserer kleinen Kolonie. Und beim letzten Mal ist doch wirklich was Wichtiges passiert, nämlich wir haben hier Wasser gefunden. Und das bringt mich jetzt zu einem wichtigen Punkt, nämlich wir kommen im Spiel jetzt so ein bisschen ins Midgame, so würde ich das mal bezeichnen. Nämlich in die Phase, wo wir uns überlegen müssen, wie spezialisieren wir eigentlich unsere Kolonie? Wie bauen wir hier weiter aus? Was machen wir? Und Spezialisierung läuft vor allem über die Domes. Also es ist vielleicht gar nicht mehr so entscheidend, ich sag mal, was die einzelnen Leute hier alles können und tun und wie die so drauf sind, sondern vor allem ist es entscheidend, wie man die Domes spezialisiert. Denn das muss man tun. Man kann, weiß Gott, nicht alle Gebäude in jeden Dome bauen. Und man muss halt sich gut überlegen, was man mit welchem erreichen will. Hier zum Beispiel würde es jetzt tatsächlich naheliegen, irgendwann jetzt mal diese Mine zu erschließen mit den Leuten. Dazu brauchen wir noch mehr Wohnraum. Und dann bietet sich zum Beispiel an, einen Forschungsdome zu machen. Oder ein Dom, wo es den Leuten so gut geht, dass sie immer zu Kinder kriegen. No active research. Solche research Geschichten complete. Sind denkbar. Oder, und dazu kommen wir gleich, ein Dom, wo man vor allem Nahrung herstellt. Und da bietet sich so ein Wasservorkommen sehr, sehr gut für an. So, aber wir gucken erstmal bei der Forschung hier rein. Wir haben jetzt das Erforsch Low-G-Antrieb. Drohnen und Rover bewegen sich 25% schneller. Ein Motorendesign, das für Umgebung mit geringer Schwerkraft entwickelt wurde. Gut, prima. Was machen wir weiter? Ich habe über Nahrung gesprochen, deswegen will ich diese Sache jetzt, glaube ich, auch durchziehen. Beziehungsweise bevor wir die Farm brauchen, das dauert noch ein bisschen. Wir machen deshalb noch was anderes. Wir machen Erde-Mars-Initiative, bringt uns nochmal plus 100 Forschung durch unseren Sponsor. Das verschnellert dann die spätere Zeit, die Forschungszeit. So, dann kann diese Rakete gestartet werden. Die kann wieder nach Hause. Er fährt da noch rein. Eigentlich soll die Rakete starten. Du sollst da nicht mehr reinfahren. Macht er noch. Die startet jetzt nicht, wenn er da drin ist, weil der Kleine soll hier bleiben. Glaube ich zumindest. Startvorgang läuft. Kann sein, dass er wieder abgebrochen wird. Mal gucken. So, was wollten wir noch? Wir warten natürlich auf die andere Frachtrakete, die schon 25% Fortschritt hat. Wir sind immer noch bei der Stromknappheit. Da müssen wir noch was tun. Wir werden hier nochmal ein Windrad bauen. Okay. Jetzt starten wir die Rakete. Ich hoffe, das geht jetzt aber mal. Ich weiß nicht, worauf die jetzt wartet eigentlich. Aktivieren, 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 aktivieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da diese blöde Drohne drin ist und jetzt noch aufgeladen werden muss. Tatsächlich, jetzt kommt sie raus und jetzt kann das auch losfahren. Losfliegen. Ja, schaut mal, jetzt geht's los. Darauf hat sie nur gewartet. Cool. So, jetzt kommen wir aber zu diesem Thema Wasser und ein Dome für Nahrung zurück. Nein, kommen wir noch nicht. Ich sehe gerade, das Ding hat keinen Strom mehr. Da schicken wir jetzt mal diesen anderen hin. Der soll aufladen. Jo, was macht man jetzt? Es wäre möglich, dass wir hier eine Pipeline komplett rüberbauen. Das erscheint mir allerdings als eine sehr unelegante Lösung, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher, also das ist wahrscheinlich sehr wartungsanfällig, anfällig gegenüber Katastrophen und so weiter. Kommt mir irgendwie nicht so gut vor. Ich würde es viel cooler finden, wenn wir dort drüben wirklich einen eigenen Dom etablieren, der hier vor allem sich für die um die Nahrung kümmert und von hier aus gewissermaßen dann die Nahrung hier immer rüberbringt zu dem anderen Dom. Den können wir dann für die Minen komplett hier nutzen. Das wäre so ein bisschen jetzt eine Idee. Das heißt, da fährt dann immer ein Transporter hin und her, der Nahrung hier auslädt und dann, keine Ahnung, vielleicht was anderes einladen kann. Ich weiß nicht, wie gut man diese Transportrouten hier etablieren kann. So, das ist der Plan. Wir haben ja bald eine Frachtrakete, die runterkommt. Die wird uns dabei helfen. Deswegen machen wir auch ein bisschen schneller, weil wir bis dahin im Moment nicht allzu viel zu tun haben. Strom. Na gut, hier, das wird noch gebaut. Dann sollten wir auch wieder genug Stroh haben. Was ich noch entdeckt habe oder gesehen habe, man kann hier bei den Lagern sehr coole Detaileinstellungen machen. Man kann sagen, hier soll kein Beton, keine Nahrung, keine Metalle und keine Edelmetalle gelagert werden. Und jetzt werden gleich die Drohnen ankommen. Hier ist auch nicht mehr viel. Wir werden das wegbringen. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Dann kann man sehr viel feinjustieren.
So, hier erfolgt jetzt die Aufladung. Milestone achieved. Oh, und wir haben den nächsten Meilenstein erreicht, weil wir Nahrung produziert haben hier auf dem Mars. Seht ihr, 2000 Punkte haben wir dafür bekommen im Jahr 18. Prima. Da können wir direkt nochmal zurückgehen hin. Das heißt, das ist hier geerntet worden und da seht ihr, da wird das im Moment gelagert und wahrscheinlich gleich, ich weiß nicht, ob es abtransportiert wird, hierhin, könnte gut sein, oder die nutzen es gleich für den eigenen Verbrauch. So, das ist immer noch nicht hergestellt. Mensch, was machen die ganzen hier? Wo tragen die jetzt ihr Zeug hin? Wo wollen die? Ach, die bauen im Moment den Steingarten. Ach, das ist alles ja auch noch nicht fertig gebaut. Okay, daran habe ich gar nicht gedacht. Das dauert noch. Na gut, dann muss das eben noch mal ein bisschen warten. So, wie sieht es hier euch mit eurer Entladung, Aufladung und so weiter? Du kannst jetzt hier weiter forschen und du holst dir mal wieder Strom. Am besten hierher. Und jetzt warten wir. 78%. Sector scanned. Select a sector to scan. Okay, der nächste Sektor ist gescannt. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier weiter. Und wollen mal gucken, was da Vehicle rauskommt. Battery low. Welche Batterie ist jetzt schon wieder niedrig? Ach so, ich dachte, die Aufladung wäre jetzt quasi erfolgreich gewesen. The rover manipulators held the silver-white mineral up to the camera, just as the chemical analysis came through. We found tellurium. Okay. Ja, es war auch insofern erfolgreich, weil er die Anomalie zu Ende analysieren konnte. Log Nummer 23. Die feinen Manipulatoren des Rovers haben das silberweiße Mineral auf der Kamera angezeigt, als die Daten der chemischen Analyse durchgegeben wurden. Tellur. Innerhalb kürzester Zeit war der Chefingenieur der Einsatzleitung in der Kommunikationsstation, um dem ferngesteuerten Erkunder Anweisungen zu geben, wie er mit der Entdeckung umgehen und sie analysieren sollte. Es war amüsant, die beinahe kindliche Aufregung in den Augen eines Experten zu sehen. Das ist eine wichtige Entdeckung, die uns erlaubt, eines der ältesten Probleme der Metallurgie zu überwinden. Leicht zu verarbeitende Metalle ermöglichen uns die ökonomische Herstellung von Komponenten, jedoch leidet darunter meistens deren Leistung und umgekehrt. Deshalb war es für Ingenieure seit jeher eine Herausforderung, eine Möglichkeit zu finden, beide Faktoren auszubalancieren. Die Verwendung von Tellur in Eisenlegierungen sorgt für bessere Leistungen in beiden Bereichen. Der Effekt, die Technologien im Robotikbaum erhalten einen Technologieboost von 10%. Das ist ja wirklich sehr schön. Das heißt, wir können die jetzt wirklich nach Hause holen, auch nochmal an Strom bringen. Wunderbar. So, die Rakete ist schon bei 90%. Da muss ich mir bald überlegen, wo wir die platzieren. Was ist eigentlich hier mit dem? Der ist der Alkoholiker. Den brauchen wir nicht angezeigt bekommen. Hier kann man nämlich bestimmen, was an der Schnellleiste angezeigt wird. Das ist auch eine ganz coole Sache. Ich weiß nicht, warum sie angezeigt wird. Ach, weil sie das Genie ist. Okay. Wie auch immer. So, Rakete ist landebereit. Ich würde mal sagen, wir landen trotzdem nochmal hier in der Nähe, weil wir ja auch die Polymere brauchen für den Dom. Setzen wir die mal hier hin. Gut. Und die bringt einiges mit sich. Einiges, was wir brauchen. Nicht nur noch Ressourcen und so weiter, sondern auch Baupläne, die wir jetzt gleich für unseren neuen Plan ganz gut, glaube ich, verwenden können. Als erstes, das ist ganz cool, das ist ein ferngesteuerter Rover. Der hat, ich glaube, 4 Drohnen mit dabei. Und mit dem kann man jetzt also überall hinfahren und die Drohnen dort zum Einsatz bringen. Wir fahren mit dem Ding mal hier rüber, wegen des besagten Planes. So, dann hatten wir gesagt, wir wollten, glaube ich, hier, weil es alles so ein bisschen knapp war für uns, noch einen Feuchtigkeitsvaporator bauen. Und ich bin am Überlegen, wo setzen wir ihn hin? Wir könnten ihn hier bauen. Das würde schon gehen. Machen wir das mal. Dann brauchen wir natürlich wieder Strom dafür. So. Und die Leitungen müssen natürlich auch gelegt werden. Die Rohre. So, alles klar.
Dann sollte das Wasserproblem erstmal gelöst sein. Ich hoffe, das Ding... Oh, schaut mal, das wird jetzt auch hier ganz fleißig gebaut. Bin schon mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Sehr cool. So, bist du jetzt hier? Ja, du bist hier. Und jetzt müssen wir gut überlegen, wie wir die Sache hier angehen. Das haben wir ein nicht funktionierendes Gebäude. Ja, der Strom ist noch nicht fertig. Wie gehen wir die Sache an? Also, Ziel ist es hier, einen eigenen Dom zu bauen. Wir brauchen natürlich Energie. Wir brauchen vielleicht, ich weiß nicht, ob wir dieses Betonvorkommen anschließen sollten. Wir brauchen Sauerstoff, Strom, Wasser. Das sind die wichtigsten Sachen. Den Rest können wir vielleicht von woanders bekommen, weiß ich noch nicht genau. Wir bauen erstmal den Strom. Und zwar können wir im Moment kein Windrad bauen, weil wir natürlich jetzt die Maschinenteile hier nicht haben. Deswegen, wir könnten sie aber herholen. Das wäre auch möglich. Windräder sind eigentlich cooler. Wisst ihr was? Wir holen sie her. Das geht nämlich relativ simpel. Wo ist... Ne, wir müssen noch was anderes machen. Vorher, wir müssen hier erstmal so einen Lagerplatz etablieren. Ach Mensch. Hier. Ein Universallager, würde ich sagen. Bauen wir mal hier hin. So, und jetzt holen wir unseren Transporter, der hoffentlich voll aufgeladen ist. Genau. Der soll jetzt Folgendes tun. Der soll jetzt Ressourcen darüber schaffen. Und zwar Beton. Beton haben wir hier. Einladen. Und hier kann man alles einladen. Ich weiß nicht, was alles einladen bedeutet. Das, die komplette Lager oder einmal voll. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen mache ich das. Man kann mich auch einzeln die Ladung bestimmen. Wir werden jetzt mal voll mit Beton laden. Vielleicht in einem zweiten Zug auch noch Maschinenteile und sowas. Müssen wir mal gucken, was wir hier brauchen. Man sieht übrigens hier hinten drauf sehr schön, wie er beladen wird. Das finde ich auch ziemlich cool gemacht. Gut, da müssen wir ein bisschen abwarten. Beton bringen wir dann rüber. So, jetzt ist er voll. Und jetzt soll er hier am Universallager entladen. Man könnte hier auch ein Betonwerk machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nötig ist. Müssen wir mal gucken. So, und dann können wir nämlich direkt beginnen. Hier so ein Windkraftwerk zu setzen. Das ist ganz praktisch. Dann brauchen wir nicht mit Nachtspeichern und so einem Kram arbeiten. Okay, dann machen wir das jetzt direkt mal. Ein Windrad oder zwei gleich, was auch immer. Setzen wir es mal hier hin und hier neben. Und was wir natürlich auch brauchen für den Notfall sind Akkumulatoren. So, und jetzt ist die Frage. Dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes. Bin mir nicht sicher, ob wir das können. Wir bauen als nächstes ein Drohnenhub. Hier brauchen wir allerdings elektronische Geräte, um die zu warten. Wo baue ich das Drohnenhub hin? Ich würde mal sagen, hier, weil dann könnten wir im Notfall da oben doch noch Beton abbauen. Und das Wasser ist auch mit drin. Ist, glaube ich, ganz gut, das so zu machen. Stromkabel wird gezogen. Hier haben wir sie noch gar nicht mal gezogen. Na toll. So, ich hoffe, ihr legt mal los. Ne? Warum kann das nicht gebaut werden? Ach, wisst ihr was? Wir brauchen auch Maschinenteil dafür. Oh, was für ein Fehl, Leute. Was für ein Fehl. Leider muss jetzt also der Transporter hier wieder rüberfahren. Ah, ist das ärgerlich. Die hätte ich gleich mitnehmen können. Wir haben ja hier einiges. Das ist schade. Also los. Ressourcen einladen. Wir nehmen dann gleich mal 10 Maschinenteile, 10 elektronische Geräte und 5 Polymere mit rüber. Bestätigung verlassen mit Rechtsklick. So. Ach ja, schade. Das ist eine kleine Bauverzögerung. Mit der müssen wir jetzt leben. Es ist, wie es ist.
So, hier drüben ist hoffentlich alles in Ordnung. So, er lädt das jetzt schön voll. Wie gewünscht. Damit seid ihr voll, glaube ich. Und könnt hier drüben entladen. Ah, Mensch. Wenn man nicht genau aufpasst. Nicht mal der Akkumulator kann ohne die Polymere gebaut werden. So dringend ist das. Na los, Leute. Komm rüber jetzt hier. So, jetzt geht's los. Endlich, 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 endlich kann Strom erzeugt und gespeichert werden. Ja, das ist angeschlossen. Bloß das ist das angeschlossen. Ich weiß nicht genau. Würde es sich drehen, wenn es nicht angeschlossen wäre? Bin mir nicht hundertprozentig. Sector scanned. Jetzt ist es jetzt angeschlossen. Okay, der nächste Sektor ist gescannt und auch da haben wir Wasser gefunden. Wow, cool. So, für Strom ist jetzt hier gleich gesorgt. Was fehlt dir denn hier? Achso, da muss noch gebaut werden, ja. Okay, einen Drohnenhub haben wir jetzt auch in Gang. Als nächstes müssten wir eigentlich... Ich meinte, wir können ja durchaus schon... Ach, wisst ihr was? Wir brauchen hier, glaube ich, oben doch so ein Betonding. Weil wir ja den Dom, der ist ja sehr, sehr aufwendig. Da will ich, glaube ich, nicht immer rüber und runter fahren. Das finde ich doof. Wir wollen hier ein bisschen aufladen. No active research. Research complete. So, Erde-Mars-Initiative ist erledigt. Jetzt machen wir weiter. Mit was? Kabelloser Strom, Aufladestation? Hm, ich weiß nicht. Mehr Bewerber brauchen wir im Moment auch nicht. Drohnenhub. Das brauchen wir nicht mehr von der Erde. Ist jetzt aber auch nicht nötig. Hm. Der ferngesteuerte Transporter baut Ressourcen schneller ab und sein maximales Ladevolumen wird erhöht. Das finde ich gut. Das nehmen wir. Sehr gut. Genau, du kannst nämlich durchaus hier auch mal abbauen. Und hier ein bisschen für Metall sorgen. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ist tatsächlich das nächste hier oben doch diese nächste Betonfabrik. Produktion, Betonextraktor, Metalle, das haben wir alles. Das ist okay, das können wir hier bauen. 435, 411. Ja, lassen wir es mal mit 425. Dann... geht es wieder weiter hier mit dem Stromkabel. Und der Anschluss erfolgt. Und dann bauen wir hier extra nochmal ein Betonlager hier hin. So, prima. Also das sind die Voraussetzungen, um den Dom dort zu bauen. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur Wasser und Sauerstoff und dann kann es auch hier losgehen. Das sind die nächsten Sachen. Ist es hier irgendwie ein bisschen irgendwas Mangel? Polymere könnte vielleicht Probleme bereiten. Lebenserhaltung brauchen wir nur Metall und hier auch nur Metall. Das ist okay. Kein Ding. Können wir bauen. Würde ich sagen, bauen wir hier hin. Und den Sauerstofftank da ein bisschen hinter. Strom natürlich auch nicht vergessen. Und dann kommt natürlich noch ein Rohr daran. So. Das heißt, die Voraussetzung für den Dome haben wir auch geschaffen. Hier geht es jetzt schon los. Sehr schön, die Produktion läuft. Dann wollen wir hier nicht vergessen, eine Mülldeponie zu platzieren. Und jetzt... Oh!
Das Ding kann wieder zurückfliegen. Dann machen wir das mal. Bitte abheben. Wie sieht es denn überhaupt hier aus? Insgesamt Stromüberschuss ist gut dabei. Sauerstoff, Wasser, das läuft. Das Ding ist also hier gebaut worden. Schaut mal. Oh, warte mal. Achso, ich dachte, da schlägt was ein. Nein, da hebt nur was ab. Ja, schaut mal. Und hier wird also das Wasser... Ja, das sammelt sich hier oben vermutlich in der Kuppel, so Kondenswasser, und dann wird es hier neu genutzt. Das ist eine sehr coole Idee, wie ich finde. Allerdings arbeiten natürlich dann hier auch eine ganze Menge Leute. Keine Ahnung, wo dann welche nicht arbeiten, ich weiß es nicht. Wo die jetzt abgezogen wurden. Kümmern wir uns jetzt auch nicht drum, denn ich warte hier so ein bisschen darauf. 4. Beton 19. Ja, wisst ihr was? Wir werden, glaube ich, das ein bisschen unterstützen. Oder nee, wir werden jetzt Wasser hier in Gang bringen. Und zwar jetzt den Wasserextraktor. Der 5 Wasser bringt. Das ist so viel. Einer reicht, glaube ich, erstmal. Ah ja, man braucht das nur in der Nähe zu haben. Das ist praktisch. Und dann gleich mal Wasserturm mit dabei. Mit einem Rohr verbunden. The first colonists are all gamblers coming to Mars. It's the ultimate roll of the dice. Okay, auf gewisse Weise sind die ersten Kolonisten alle Glücksspieler. Schließlich gehen sie das ultimative Risiko ein, um zum Mars zu gelangen. Sie reisen etwa 50 Millionen Kilometer zu einer felsigen, lebensfeindlichen Welt und versuchen, ihr den Willen der Menschheit aufzuzwingen. Plamen Kremenjev scheint jedoch auch dem Glücksspiel im traditionellen Sinne verfallen zu sein. Leute, das ist doch der, der auch Alkoholiker ist. Der wird uns noch Freude bereiten, glaube ich. Aber wir dürfen ihn nicht dafür verurteilen. Vielmehr müssen wir unseren Kameraden unterstützen, der mit uns in die Leere gereist ist, um bei der Entdeckung neuer Welten dabei zu sein, nur um herauszufinden, dass ein dort dieselben Laster wie auf der Erde belasten können. Na gut. Ist jetzt nicht unser Thema. Wäre aber unser Thema, aber für das angespielt ist es nicht unbedingt relevant. So. Und jetzt brauchen wir noch Rohre. So müsste es eigentlich gehen. Also, da wird jetzt Wasser gefördert. Erstmals Marswasser, was hier zur Verfügung steht. Ist das jetzt nicht miteinander verknüpft? Was fehlt hier? Metalle. Na, Metalle solltet ihr auch eigentlich genug haben hier in der Nähe. Hol doch nochmal welche her hier. Gut, ja, sehr schön. Wassertank ist angeschlossen. Blitzt und blinkt auch. Okay. Also wir haben Wasser, wir haben Sauerstoff, wir haben Strom. Wie viel Strom haben wir jetzt hier überschüssig? Ja, sehr schön. Also im Prinzip kann der Dome gesetzt werden. Nee. Wir können ihn eigentlich schon planen. So, die Standardkuppel. Die würde ich dann tatsächlich hier hinbauen. Ganz in der Nähe des Wassers. Keine langen Wege. Strom ist auch in der Nähe. Ja, sehr schön. Und jetzt brauchen wir natürlich dafür noch unendlich viele Ressourcen. Was ist noch hier nötig? 10 Polymere. Das könnte so ein bisschen das Problem sein. Hier haben wir noch 2. Und drüben, was haben wir da? Da haben wir noch 13. Also das haut hin. Das heißt, der nächste Schritt wäre es, die Polymere von da drüben zu holen. Dann vielleicht auch noch ein bisschen Beton, damit das ein bisschen verschneller wird. Und dann könnte es losgehen. Dann müssten wir mit einem Flug hier Kolonisten herbeischaffen und dann Farmen anlegen. Und dann könnten wir im großen Maßstab hier Nahrung produzieren und das dann darüber fahren. Das wäre sozusagen jetzt der mittelfristige Plan. Okay, liebe Leute, ich würde mal sagen, an dieser Stelle beenden wir dieses angespielt. Wie gesagt, ich bin noch so ein bisschen, also ich muss mich noch enthalten, was so eine allgemeine Gesamteinschätzung betrifft zum Spiel. Das war Bedingung für das Preview. Ich glaube, wenn ich Zeit finde, werde ich diesen Spielstand noch ein bisschen weiterspielen. Ich hoffe das. Ich kann es nicht hundertprozentig versprechen. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal am 15. beim Release ein Video machen und meine Eindrücke euch nochmal insgesamt vermitteln, so ein kleines Gesamtfazit geben. Aber ich denke, ihr habt schon jetzt einen ganz guten
einen ganz guten Einblick ins Spiel bekommen, wie es funktioniert. Gerade war es mir wichtig, diesen letzten Punkt auch nochmal zu zeigen, wie es dann ist, wenn man so ein bisschen weiter expandiert, wenn man so weitergehende Überlegungen dann macht über die Zukunft der Kolonie. Ja, liebe Leute, das war's. Also, wir sehen uns und hören uns. Bis dann, macht's gut, euer Steinwall.